Robert Lauber, von John O'Keefe, sind guten Tag. Thema Sicherheit ist etwas ganz wichtig. Das erste Mal, das war schon etwa so vor 15 Jahren, mit der Feuerwehr. Wir haben Metall alle ganz starken, gefährlichen Handlungen. Ob das unter Rauch irgendeinen Einsatz machen, mit dem Fahrzeug fahren, ans Limit gehen, aber immer noch in der Sicherheit sein, das haben wir eigentlich trainiert wie in der Aviatik. Im Flugsimulator tut ja auch der Pilot gefährliche Flugmanöver, zum Beispiel eine Landung ohne Fahrwerk, nicht in Wirklichkeit üben, sondern nur im Simulationstraining. Und so ist das auch möglich, in allen gefährlichen Situationen, wo irgendwie Menschenleben, aber auch Sachwerte im Vordergrund stehen, wir haben auch Sicherheitsleute schon trainiert, und ein wunderbares Beispiel war ein Mitarbeiter von der SBB. Er ist für Betriebssicherheit und für Stellwerke zuständig gewesen. Und er hat mir erzählt, das kann man sich nicht vorstellen, wenn einmal eine Betriebsstörung ist. Was hier für eine Kaskade von absoluten, präzisen Handlungen muss aufeinander folgen. Auf jeden muss man sich verlassen können. Und dass man in dieser Stress- und Spannungssituation einfach ruhig, konzentriert und gelassen bleibt. Oder so gibt es eigentlich überall dort, wo es um Sicherheit geht. Das ist ja beim Kranfirmen, beim Gerüstbau, wo man ganz bestimmte Handlungen nach Vorgabe muss ausführen muss. Das mentale Simulationssicherheitstraining eine ganz gute Sache. Wenn Sie mehr wissen wollen, rufen Sie mich doch mal an, wir könnten zusammenkommen und einmal das ganz frei besprechen. Herzliche Grüße, Robert Lauber.